Sie haben einen IQSH Adobe Connect Raum erhalten. Vermutlich haben Sie eine Mail bekommen, in der ein Link steht, der beginnt mit connect.iqsh.de und dann möglicherweise Ihr Nachname oder der Link zu einem Raum wie Fachkongresse AIDA. Ich habe hier das Beispiel des Raums von Hanna Musterfrau. Hanna Musterfrau hat diesen Link erhalten und ich klicke darauf und gelange auf die Anmeldeseite. Bei der Anmeldeseite habe ich jetzt die Möglichkeit, mich als Gast anzumelden oder als registrierter Benutzer. Ich wähle registrierter Benutzer. Der Benutzername ist immer die E-Mail-Adresse hanna.musterfrau@iqsh.de. Das Passwort ist selbst zu wählen. Beziehungsweise, wenn Sie sich noch nie angemeldet haben, haben Sie das Passwort per Mail zugeschickt bekommen. Dann müssen Sie es in der Regel nach der ersten Anwendung ändern. Eine weitere Möglichkeit, einen Adobe Connect-Raum zu betreten, ist es, einfach direkt die Anwendung zu verwenden. Wenn man sie installiert hat, findet man sie im Startmenü oder auf dem Desktop oder in der Programmliste. Öffne die Anwendung. Jetzt muss ich hier oben den Raumlink eingeben. connect.iqsh.de/musterfrau. Weiter. Und dann lande ich wieder auf der Oberfläche, wo ich mich als registrierter Benutzer eintragen kann. Ich klicke auf Betreten Sie den Raum und der Raum öffnet sich. So sieht ein Adobe Connect-Raum aus, in der Standardeinstellung, wenn er ganz frisch ist und noch nie benutzt wurde. Es gibt hier auf der rechten Seite drei verschiedene sogenannte Layouts. Hier auf der linken großen Fläche eine Möglichkeit, den Bildschirm freizugeben oder ein Dokument zu zeigen oder ein Whiteboard freizugeben, auf das man dann schreiben kann. Rechte Hand gibt es den Videopod, wo man seine Kamera starten kann. Es gibt erst eine Vorschau und wenn man findet, man ist hinreichend gut frisiert, kann man die Freigabe starten. Außerdem finden Sie ein Teilnehmerfeld und ein Chatfenster. Sie können den Raum wieder verlassen, indem Sie entweder einfach über das Kreuz bei Windows oben rechts bei Apple oben links das Fenster schließen oder Sie können auf diesen Ausschalteknopf klicken. In diesem Fall wird die komplette Sitzung, das komplette Meeting beendet und auch alle anderen Teilnehmenden werden aus dem Raum herausgeworfen. Ich beende hier einmal die Sitzung. Eine weitere Möglichkeit, in den Raum zu kommen, ist es, nicht die Anwendung zu verwenden, sondern im Browser fortzufahren, also über den Internetbrowser den Raum zu betreten. Ich mache das hier einmal. Sie sehen, obwohl ich die Sitzung beendet hatte, sind die Einstellungen die gleichen geblieben, insbesondere das Whiteboard ist immer noch beschriftet mit dem Hallo. Sie erkennen den Unterschied zwischen der Browser-Teilnahme und der Anwendungsteilnahme an zwei Dingen. Sie selbst sehen, dass hier in der oberen Zeile https://connect.iqsh.de/musterfrau steht, also der Link zum Raum. Das ist in der reinen Anwendungsteilnahme nicht der Fall. Und bei sich selbst und auch bei anderen erkennen Sie die Browser-Teilnahme an dem kleinen Weltkugelsymbol im Teilnehmerfeld auf der ganz rechten Seite. Für Veranstalter ist die Browser-Teilnahme nicht zu empfehlen. Einfach deshalb, weil die Tonqualität über den Browser oftmals etwas schlechter ist als die Tonqualität über die Anwendung, also wenn Sie ins Mikrofon sprechen. Und man möchte natürlich, wenn man selber die Veranstaltung hält, eine möglichst gute Tonqualität erreichen. Das ist das eine. Das zweite ist, vom Browser aus können Sie keine Bildschirmfreigabe machen. Ich klicke hier oben rechts im Freigabefenster auf Bildschirm. Das heißt, mein Bildschirm von meinem Computer zu Hause aus sollte freigegeben werden. Und was passiert ist,
Sie müssen die Desktop-Anwendung verwenden, um Ihren Bildschirm freizugeben. Jetzt kann ich hier sagen Abbrechen, Adobe Connect starten, sofern ich die Anwendung bereits habe, oder Laden Sie Adobe Connect herunter, sofern ich die Anwendung noch nicht auf dem Rechner habe. Falls Sie versehentlich über den Browser in den Raum gegangen sind, das kann Ihnen unter Umständen passieren, wenn Sie als Standardbrowser Firefox eingestellt haben. Viele andere Browser fragen nach, ob die Anwendung verwendet werden soll oder ob man über den Browser in den Raum gehen möchte. Bei Firefox ist die Einstellung manchmal so, dass er nicht nachfragt, sondern auf jeden Fall einfach selber den Raum öffnet. Das möchten Sie vielleicht nicht. In diesem Fall klicken Sie hier oben rechts auf das Fragezeichen. Und gehen hinunter bis zur Schaltfläche zur Desktop-Anwendung wechseln. Da klicken Sie drauf und dann haben Sie hier die Möglichkeit abbrechen, Adobe Connect herunterladen, falls Sie sie noch gar nicht haben, oder Adobe Connect starten. Das mache ich mal. Und nachfolgend öffnet sich die Anwendung. Sie sehen oben die Browser-Adresszeile ist weg und Sie sehen auch das kleine Weltkugelsymbol hier rechter Hand im Teilnehmerfeld ist ebenfalls weg. Ein Überblick über die Funktionen von Adobe Connect sowie über Gruppenarbeiten und diverse Einzelfragen, die Sie sich im Verlauf der Anwendung des Programms stellen könnten, finden Sie in weiteren Videos.